Herzlich willkommen zu einer Lektion Redaktion d'un Document Scientifique. Mam Alex und Mam Sandra. Jo, was wollen wir heute machen? Heute wollen wir ein sogenanntes wissenschaftliches Dokument mit Microsoft Word 2016 erstellen, und zwar die mehr fortschrittlichen Sachen. Ja, das vielleicht die erste Frage, was ist ein Document Scientifique? Aber das ist vielleicht am einfachsten so, weil das nicht ist. Das ist kein Brief, den wir schreiben, das ist kein Roman, den wir schreiben, mehr das ist ein strukturiertes Dokument. Ja. Was ist an einem wissenschaftlichen Dokument immer dran? Abbestimmen, die auf der Uni geschrieben gehen, wie Rapporten an der Schule, Memoiren, die geschrieben gehen, Thesen und so weiter. Was also ein wichtiges Merkmal, was all die Dokumente haben, was den Inhalt und Form belangt? Am einfachsten ist es, wir gucken uns da ein Dokument an, den ich aus der Wikipedia habe, über das Virus. Was ist ein Virus, was ist ein Malware? So, und da stellen wir dann fest, dass so ein Dokument, guckt, wenn wir hier gucken, es wird Fußnoten. Ja, in diesem Fall hier geht es Website ab, die Lido. Ich habe, was ganz wichtig ist, ein Inhaltsverzeichnis. Im Inhaltsverzeichnis erkenne ich auf den Blick die Struktur von meinem Dokument. Mein Dokument hat eine Struktur, und zwar sind die Titel 1, 2, 3, 4, 5, 6 in diesem Fall. Wobei ich Kapitel 5, Vers 6 weggelost haben an dem Dokument, was wir dann noch verschaffen wollen. Wir haben eine Numerotation, eine sogenannte wissenschaftliche Numerotation, so wie die meisten Artikel nummeriert sind, mit 1, 1.1, 1, 3, 3.1 und 4.1. Ich weiß noch nicht von Niveau, das wird kein drin Level. Ja? Ein echter Level ist für die Großüberschriften. Sandra, wie viele Großüberschriften gesagt du hier an dieser Inhaltsverzeichnis? 6 Stück. Ja, sie sind durchnummeriert. Dann ist hier 1, 2, 3, 4 Level 2 Überschriften. Hier sind auch 3.1, 3.2 bis 3.5 sind auch Level 2 Überschriften. Und hier habe ich dann welche Level? Dritte Level. Ein dritte Level. Okay, Level 3. Tisch so in der Fachspruch Levels. Ja. Niveau von Überschriften, von großen Überschriften bis mit klein. Ja. Praktisch sind 3 oder 4, gesagt ihr meistens nicht mehr wie 3 bis 4 große Andelungen. Ja. So, also, wissenschaftliche Dokumente haben eine Struktur. Sie haben Überschriften, das ist einfach eine Textwüste, die ich an den Ruf schreibe. Voilà, hier ist noch so ein Fußnote. Ja, was ist das Fußnote von so verstehen? Weil sie am Fuß vom Dokument, am Fuß von der Seite abgelöscht ist oder am Ende vom Dokument. Okay. Gut, auf Englisch Footnotes, ja, wenn sie auf der Seite selber draufstehen, wo sie steht. Endnotes, wenn sie am Ende vom Dokument zusammengefasst sind. In diesem Fall sehen wir sich an diesem Wikipedia-Artikel, wie gesagt, das war ein Webartikel, Endnotes. Gucken irgendwo an diesem Anschluss im Dokument, mit denen die Fußnoten zusammengruppiert sind. Dann gibt es einen Wurf, das Riesendokument. Not die Referenz, voilà. Dann müssen sie sehen, 1, 2, 3 von der Fußnote. Ja, das ist Nummer 3, Rutkowska. Ja, voilà. Okay, also Fußnoten, Inhaltsverzeichnis. Wow, und etwas, was das Dokument oder das Textdokument noch nicht hat, was wir dann noch auch erstellen zusammen, sind ein Index von den wichtigen Wörtern. Ja, guck mal, ich denke kurz, was wir wollen zusammen machen mit dem Traitement des Text. Ja, das heißt, wir schaffen hier effektiv mit Microsoft Word 2016. Ein ELA-Dokument, ein ELA-Screencast, den ich erstellt habe, hat mein LibreOffice weiter, der kleine Bruder von Word.
geschafft, was genau selber funktioniert, einfach in diesem Screencast nur exklusiv, wie der Mod funktioniert. Ja. Wir schreiben den Text auch nicht selber, wir holen als Vierlach den Text, den wir gerade gesehen haben. Und wir setzen ihn just en Form. Das heißt, wir verändern das gesehen von einem Text zusammen und das nenne ich Formatieren. Ja. Immer lassen kurz, wo kriege ich das Programm hier für alle Studenten und Senioren, die zuletzt beschaffen und das Programm zur Verfügung. Wo kann ich schnell, wo ich ihn hier kriege, für die Leute, die das nicht wissen oder noch nicht wissen. Und dann gucken wir weiter. Also, wo kriege ich das Programm hier? Bei den schnellsten Weg geht direkt bei Microsoft, Portalseite von Office. Ja, wenn ich mich da ummelden, mache ich denke schnell mit meinem Identifiant. Da, nein, das ist wohl mitgegangen. Und anderes müsste da funktionieren. Ja, da. Hopp. Das gut. Hopp. So, da geht eine Seite ab. So, die Fehler, den noch viele Schüler machen, als heiße ich mein Programmer, ich mache den Word up und I'm happy. Ja, beispielsweise ein idle Dokument und die Leute meinen, okay, da tut dann als das, was ich brauche, jetzt schaffe. Es gesagt, verdammt ähnlich aus wie der Word, so wie in einem Computer installiert. Das ist aber nicht genau dasselbe. Ich teile so eine sogenannte Online-Word-Version, das ganz läuft nach wie vor high an einem Firefox-Fenster, also einem Browser-Fenster. Das ist nicht genau dasselbe. Das kann ich viele Mathe machen, aber viele neue Funktionalitäten. Und dafür schaffe ich mir an der Schule und auch für dieses Video mit einer anderen Variante. Jetzt sage ich mal gerne, ja gut, die kommen zurück, das ist rein effektiv, nicht so ganz einfach. Da. Zurück, voilà. Also, ich muss das Programm für dich installieren. Dafür eine Schreie Knöpfchen und da kann ich hier so ein Spiel, die ganz Office Suite, Word, Excel, PowerPoint etc. aufsetzen. Weil da geht hier ein Fenster ab und ich kann das Programm installieren. Das mache ich noch nicht. Aber im Prinzip ist das. Wenn ich das noch will, muss ich Save File machen. Ja, Save File, genau. Ja, das heißt ein kleiner Amorce. Und da kann ich noch diese Fische abmachen. Was das ein Amorce? Ein Amorce, also in sich, ein kleines Programm, das in ein anderes Programm sicher geht. Okay. Ja, es waren nur 5 Megabyte, das Programm hat aber etlich 100 Megabyte. Also das ist relativ groß. Und ich meine das nicht, weil das Programm auch so schon installiert. Ja. Okay, ich denke zurück, weil das tun wir so zu sehen. Wie installieren wir das? Ja, du klickst High effektiv. Nee, ich muss einfach zurück. Zurück. Okay, einfach zurück. Okay, Install Office Apps. Install Office Apps. Office 2016. Ja, die ganze Suite, nicht nur Word, mehr alles, was dabei dran ist. Okay, und dann du. Voilà. Save File. Okay. Ja, voilà, das ist ein Programm.exe, executable ist eine Datei. So, voilà. Und da landet dann hier ein Ding Download. Übersicht. Okay. Ja. Und da musst du das abmachen. Da musst du das abmachen. Das ist identisch bei Mac oder Windows. Okay. Ja. Voilà, das Ganze kann ich noch reinkommen, wenn ich das verpasst habe, würde ich das so gemacht. Ne? Am Downloads-Ordner. Die wird mal nur zweimal aufgeladen und haben wir da nur zweimal auf dem Disk gespeichert. Ja, hier war die echt. Okay. So, da tut dann noch Setup. Und dann könnt ihr ein paar die Instruktionen auf dem Bildschirm. Okay. Und dann ist das Programm auch schon installiert. Okay. Ja. Weil es fertig ist, habe ich am Startmenü, ja, hier ist noch Windows 7, die meisten von euch werden auch mittlerweile Windows 10 haben. Mit der fand hier am Startmenü Shortcuts für die Einzelprogramme, die wir aufgeladen haben, also eben Word 2016. Ja. So, okay. Voilà. Und dann ist das halt Startfenster von diesem Programm. Und das müsst ihr ab. Das müsst ihr ab. Und zwar unser DDVD, das ihn dann das Instruktionen abmischt, heißt ein Arbeitsblatt. Den heißt dann, da fehlen nach Linken, die kommen dann noch.
wo kommen schon die Videos, die wir gerade schwarz tun, wo sind ja das Dokument, ein anderes Dokument, das ich brauche, für halt können zu schaffen. Ja, aber wie gesagt, hier ist dann als Arbeitsblatt, wo da verschiedene Anweisungen sind, was muss ich machen, wie muss ich machen. Ja, hier steht, ich muss ein... Das ist natürlich Gebrauchsanweisung. Das ist Gebrauchsanweisung für den Exerzis. Okay, gut. Wir machen den ganzen Exerzis, wir holen den Text, den wir gerade gewiesen haben, und wir verändern den dann ausgesehen. Step by step, dafür haben wir verschiedene Anwendungen. Ja. Ja, wenn wir zurückgehen, wo sind wir drin? Ja, wir haben das Programm hochgeladen, wir haben das Programm installiert. Ja. So, am besten ist es für die Illustration, ich weiß ein Keier, das fertig Word-Dokument. Ja. So wie es ausgesagt, wenn wir fertig sind. So wie es soll sein. So wie es soll sein. Prinzipiell, ich hatte ein paar Fehler gemacht, ein paar zu meiner eigenen Anleitung. Werde ich nicht hoffen, aber es wird sehen. Hier ist das fertige Dokument. Ja. Moment, das ist noch ein bisschen groß. Ich zoome auf 100%. So, dass es doch abzuschauen ist. So. Voilà, ich habe eine echte Zeit. Ich nenne ein Page de Garde. Ich mache hier Einkehr, ob das Symbol hier für die verstoppten Zeichen fortzumachen. So kann ich besser gucken. Dann habe ich ein Pardon, was sind verstoppten Zeichen? Verstoppten Zeichen sind Zeichen, die nicht geprintet sind. Ja, die ich just im Bildschirm gesehen, wo ich verschiedene Tastaturbefehle benutzt, wie habe ich die Tab-Taste gedrückt, die Sprung-Taste. Ja, das heißt dann als ein Sprung-Taste, das ist kein Buchstab, mehr, das ist ein Befehl für so ein Rutschstuhl, Lauf und Donudo. Okay, warum wir noch ein Gewasch mal bitte gucken, wie das Unia ist gesagt. Unia ist gesagt. Ah, Pfeiler sind dann auch. Pfeiler, die fort, dass sie Sprung machen eben. Okay. Sogenannten Tab-Stops. War denen direkt gesagt, das sind die dort die Ghost-Markierungen heute, das ist überall da, wo ich eigentlich auf Enter gedrückt habe. Ja. Okay. Ja. Ich gesagt, in einer anderen Sache wie Section Breaks, das sieht man noch, wie war das Sections? Sections sind Ghost-Andelungen im Dokument. Und ich gesehen, eben hier mein Inhaltsverzeichnis, kannst du dich erinnern, und Inhaltsverzeichnis. 1, 2, 3, den Index? Ich spreche mal lieber von einer Tabelle de Matière. Okay. Inhaltsverzeichnis, ein Index als unser Stichwortregister. Das sehen wir, wenn ich nur weiter scrolle zum Schluss vom Dokument. Okay. Das sind die verschiedenen Level. Das sind die verschiedenen Überschriften. Headings auf Englisch, ja. Titre. Da kommt mein Text. Matzingen Überschriften, die automatisch nummeriert sind. Ganz, ganz wichtig, dass ich das kann. Dass ich das nicht tippt, 1.1, 1.2, mitlesen der Computer die Überschriften automatisch nummeriert. Oder riesige Fehler, wenn ich neue Überschriften dabei mal renummeriert hin automatisch die Überschriften, dann ich mal keine Fehler, dass ich Numero vergessen. Ja, sei es high, beispielsweise hatte ich an das Dokument 2 Fußnoten angebaut. Okay. Hier sind nicht wirklich Fußnoten, weil Fußnote 1 und Fußnote 2 ist relativ klein, stehen effektiv auf dieser Seite 3. Wir sind auf der Seite 3. Wo sind die Starten? Ja. Das ist also schon die dritte Seite vom Dokument. Das heißt dann auch schon die dritte Seite vom Dokument, wieder so eine Seite von ein Page de Garde. Ja, und dann habe ich mein typischerweise auf der zweiten Seite. Das sind die verschiedenen Level, wo man für drohen ja, ja. Als Level genau. Identifiziert. Okay. Ja, nennt Überschriften. Überschriften, der Typ, der Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3. Ich habe drohen mal Level genannt. Ja. Level 1, Level 2, Level 3. Ja, ein Überschriften haben verschiedene Größen. Ja, die großen Überschriften mit länger, dafür schwätze ich von Überschrift, Heading Level, Level 1, Level okay. 2, Level 3. Ja. Okay. Das sind Überschriften, nein, ich da nicht wie Überschriften. Dann habe ich meinen Text. Ich habe hier eine kleine Aufzählung mit Punkten. Dann Text geht weiter. Wir sind hier ein kleines Bild da gefügt. Das sehen wir auch mit zum Schluss. Wie kriege ich Bild an Dokument, genau. Dann habe ich interessanterweise hier
für denke, zu illustrieren, ein Blatt der Quechewe Landscape genannt. Ja. Quechewe auf Englisch Portrait Mode. Ja, Portrait Mode, Portrait Mode Paysage auf Französisch. Ja. Voilà. Und mit einer Seite aus der Landscape, dann geht es weiter mit den Quechewe. Mit den dritten, man hat ja dann nur der verkehrte Weg. Nein, den dritten hat dann so, dass das auch dann Landscape raus hat. Für was soll das tun, dann nur Landscape sein? Aber du gesagt, guck, du gesagt hier, dass du die Seite jo, ja, nee, für was muss das dann du am Dokument Landscape sein? Das ist eine Illustration. Das ist eigentlich zu weisen, wie man es. Ah, okay. Ja, das hat ja nur wenig Sinn. Oft möchte ich nicht, wenn ihr beispielsweise Grafik erfüllt. Ja, okay. Ja. Jo, wenn wir noch weiter scrollen, geht dann vom Dokument. Dann ja, scrollen wir uns besser hier auf dem Lift. Den Tick dieser hier. Voilà, da könnt ihr zum Schluss noch etwas, weil das ein Stichwortregister, ich nenne nur da einen Index auf Französisch, Index immer in Englisch. Da habe ich hier drei Wörter definiert. Ein bisschen aleatoirement, just für zu illustrieren, wie es noch funktioniert. Und die löscht man dann die Sache alphabetisch ab. Und dann sieht man, wo können die wichtigen Wörter da sein für. Von denen oft dann Bücher, echt große Publikationen, Stichwortregister. Oft zu viel am Text oder haben am Text, habe ich zum Schluss gesagt. Voilà. Hier habe ich keine Quellen hier gesagt, keine Sourcen und so weiter. Sourcen, wenn ich selber Rapport schreibe, gehört hier selbstverständlich zum Schluss im Dokument ein Quellenverzeichnis. Ja. Und die okay. Quellenverzeichnis also ein Dokument, was auf der Universität direkt an Drecks gestrandet ja. Weil kein erst gelebt, dass der dort den ganzen Text erst aus der Fahne gesuckelt wird. Ja. Das ist ein wichtiges Merkmal, Quellenverzeichnis. Das ist vorne Kritur. Ja, du, ja, du hast Plagiat gemacht. Ne? Ja, und Plagiat, ja. Boah, und am Sekundär ist das noch nicht so dramatisch. Ja. Aber wenn ich denke, habe ich das, wo ich selber soll machen, muss ich da so kein Zeichnen oder den Leuten also Sourcen, okay, wo hier in Informationen hört. Ja, das ich meine selbstverständlich, ich sage von Universität intellektuell, aber auch, wie gesagt, eine Form sagen. Das muss ich nur wissen, wie ich das möchte. Aber was steht Ludo Hannen an dem Index? An dem Index steht just ein paar Wörter, die ich rausgegraben habe, für zu weisen, wie man ein Stichwortregister, wenn ich brauche, schon einfach drei Wörter rausgepickt. Also das ist nur just für zu weisen, das ist noch kein wichtiger Index. Nein, hier nicht. Das ist sowieso nur ein kleiner Artikel. Wir simulieren uns schon hier. Ein großes Dokument. Das soll mal 10 Seiten, 20 Seiten, 100 Seiten, 500 Seiten Dokument. Ja. Möchte kein Index bei einem Dokument, weil 10 Seiten nicht wirklich sind. Aber es geht halt mehr um Technik, wie man es, wenn ich brauche. Zu dem Moment, wo ich brauche. Jo, was ich aber heute will demonstrieren, ist unsere Technik, mit der ich in der Weber war. Es gehen noch viele Leute, die fangen hin, holen sich so einen Abschnitt wie den Doten und gehen dann drauf hin. So ein A, okay, die Schrift gefällt mir nicht. Ich gehe hin, mache eine Schrift gerissen, ja. Oder A, die Schrift gefällt mir nicht, ich hole eine andere Schrift. Ein Pidl, ja. Du hast den ganzen Text. Nein, das ist nicht geschieht, ich meine nicht wirklich. Wie hat denn der Lübeck Englisch gemacht? Du hast so Knäppchen an du. Den anderen Knäppchen, okay. Den aus der Uwe. Okay. Also das kann ich ja immer alles richtig machen. Ja, das kann ich machen. Dann nenne ich direkt Formatting. Das heißt, ich gehe hin, ich wähle die Überschriften aus. Ich so ein A, die dort Überschrift also so groß. Sie muss blau gehen. Ja, und ich klicke dann alle Einzeltext um. Ja? Ja. Nenne ich direkt Formatting als Text. Höchst problematisch, weil ich kriege nie dasselbe durch das ganze Dokument. Ich sehe den aber, dass alles uniform ist, alle Überschriften von Niveau 2 gesehen dasselbe aus. Und die selbe größt, ja. Ja. Ich sehe den, die dort aus mir groß, ja, Niveau 1, ja. Die Überschrift aus mir groß, und also immer dasselbe groß, und nicht ein Kaja Solomol, ein Kaja Garamond, das die Schrift, so hieß die Schrift 16, und ein Kaja 14, und ein Kaja 13, ja. Als der Vierteil, riesige Vierteil, guckt, als ich schaffe mit Styles. Das ist der Dreh- und Angelpunkt von der Methode, die wir noch gleich gesehen. Styles, was sind Styles? Styles sind Erstellungen, die ich mache.
Und hier sind die Styles, die an diesem Dokument benutzt sind. Beispielsweise die Großüberschrift hier, ja, als du fand ich dann Darstellungen beispielsweise, die ich kurz abmachen, mehr erstellen sie, du nur zusammen, also manchmal denken, in die Versicht, ne? Du steht da, ah, okay, die Schrift ist 16 Punkte groß, die Schrift ist fett, ja, und Small Caps heißt hier, sie groß geschrieben, ja, es sind Kapitelchen, ich will auf Deutsch nennen, ja, Small Caps, groß, ah, ja. Small Caps, ja. Es steht doch noch andere Sachen dabei, das gesehen wir. Aber ich kann hier, wie gesagt, Ausstellungen machen und die gelten dafür alle, die Überschriften ab EQ. Ich kann ab EQ alles verändern. Ich demonstriere und denke, ja, ich will einen Stil erstellt, den das gedauert für den normalen Text. Den normalen Text, den immer selber ausgesagt. Wenn ich den dort gucke, dann kann ich klicken, da gesehen ich hier Style, mein Text normal, schon den so gedieft. Ja? Ich will so ein, ist sie fertig. Auf die Schrift gefällt mir nicht. Ja? Ob ein Kuropasse, was geschieht. Ich so, so ein Modify. Und ich so, nö, Garamond, nö, ich hätte gerne Meton Arial. Ja? Ja, okay, Schrift. Ja. 3, 2, 1, Klick. Und dann ist alles. Ob EQ. Nicht nehmen, also lo mein Text, mein normalen Text wird geändert. Ja? Text normal, wird alles geändert, aber meine Überschriften waren basiert auf den Text. Das heißt, ich bin ein Kaskad für Stile. Ich sollte die Überschrift IFT Sachen, IFT Ausstellungen von dem dort in der Textschrift und ich gebe, das heißt, indem ich das IFT, wird dann auch ein IFT Schrift gebe, von dem Angel und der Schrift Arial. Das ist nur alles Arial gemacht. Und nicht alles Arial gemacht, BQ. Ja, stelle ich vor, der müsste das per Hand machen. Ja, auch mit Fußnoten in einer Schrift. Okay. Ja, es verrutscht dem nur weh, weil die Schriften sind nicht immer gleich groß. Ja, es verrutscht ein bisschen, aber das möchte ich nicht. Ich passe tun und ich habe eine BQ ein ganz anderes Schriftbild. Ja? Oder ich stelle fest, oh, mein Rand ist zu groß, zu klein. Ja? Ja. Oder, madame... Warte, wo geht denn dann der Rand changieren? Der Rand kennt. Guck mal, da nur, das ist das erste Kapitel. Okay, das tut das schon für die Schrift. Das tut an das Styles auch schon für die Schrift. In diesem Fall sind es, betrifft es Abschnitte. Darstellungen von Abschnitten, vom Text am Dokument selber. Rand stellen sich eine andere Platz an. Für das Enkel zu demonstrieren, beispielsweise, wenn ihr ein Dokument aufschickt, für Tunnel zu bringen, beispielsweise. Wesentlich so fällig, die gehen erst so Instruktionen, weil Schrift, ne? Schriftgröße okay. Ist 4G mittlerweile, an, es gibt etwas, das nenne ich einen Zeilenaufstand. Ja? Ich tue gucken, Format Paragraph, ja, du könntest wegen gesagt, die heißt Line Spacing. Ja? Ja. Im Moment ist es ein einfacher Aufstand zwischen den Zeilen von einem Abschnitt. Wenn ich nur so ein, ich hätte gerne eine Halle Lines, ja, da gesehen hier in der Vorschau, da gehen Zeilen am Abschnitt. Kann ich denke zurück machen, ich will denke gucken, wie der das ist. Single. Ah ja, okay. Eine Halle, beispielsweise, Tuni Lützeburg verlangt von ihr, wenn der Rapporten aufgeht, eine Halle von Line Spacing, nur als Beispiel. Okay. Ja? 3, 2, 1, Klick. 3, 2, ah, dann ist alles schon schön. Ist es cool, ja? Ich muss nicht alle Einzelabschnitte auswählen, mit der Maus selektionieren, bla bla, und dann ändern, ja? Okay. Das ist der riesige Vorteil von Styles. Ich habe nicht ein Kehr angestellt, ne? Okay. Erstellungen für den Text, Erstellungen für Überschriften, und das ist immer gut. Okay. Ja? Beispielsweise, ah, schon in meinem Dokument, was ich gut präpariert habe, habe ich schon eine Überschrift vergessen. Ah, ich wurde Paris, ja, was das nicht geht. Aber es wird nur ein Virus 8, ja. Ups, die Hunde vergessen. Ne? Ah, das ist kein Problem. Das ist eine Überschrift vom Level 2, Klick, und schwupps, wird diese Schlohei angefügt. Da ist meine Überschrift. Ein Feier. Und die andere Klinge nur. Ich nur einfach, als, was für drin ein Feier war, also ein Fünf ging. Und alles ist tipptopp. Aber wo haben wir geklickt für das tun? Na ja, ich habe da auf den Style geklickt, One on Tate, Niveau 2. Ah, die on Tate, das ist One on Tate, Niveau 2, genau. Und dann
könnte neue, ah, ne? Okay. Bla bla bla, ne? Bla bla bla. Fait ze so ein, ah, was das dat, ma da dutten aus dann mon Text nochmal. Klick. Et rickelt dran, weil alle, ich zahl von allen neuen Abschnitt rickelt auf 1 cm. Okay. Also, enke Träge und Abgestalt, wie es soll ausgesehen, hier ich du noch proper schaffen auf andere können. Wie stell den am Anfang an? Das stell den am Anfang an, genau. Träge, du tue den seinen Text am Lassenen, et möchte ihn sich Gedanken, wie der Text soll ausgesehen, et setzt den Träge fest, nenne ich Styles, und dann recht fängt den an, Darstellungen zu machen. Aber wie stell den das an, die Styles? Aber ja, das ist dann eigentlich, was das halt geht an dieser Lektion, das machen wir zusammen, ausgehend von dem blanken Text, voilà, das ist die Aufgabe an sich. Das ist der ganze Aufwand, wie man die Styles aus in sich, den A und O von einer strukturierten Formatierung. Ja? Die meisten Leute machen Briefe und sie spielen Heimat in den Knöpfchen. Ja? Ja. Und man hat Abschnitt für Abschnitt, aber brauchen ewig. Das ist gut für eine Seite, das ist gut für zwei Seiten, Direct Formatting, aber Styles-Based Formatting ist die Methode, die Profi benutzen für Riesendokumente zu erstellen. Ich mache das so. Wie gesagt, wir speichern ja, noch nichts. Ja, don't save. Ich speichere einfach nicht anders aus dem Text. So wie wir. Okay. Voilà. Na ja, dann gebe ich so eine, die eigentliche Aufgabe fängt los, ich tun. Ja. Ich gehe dann bei mein Arbeitsblatt. Ja. Und mein Arbeitsblatt fängt an mit, ich mache mich viel an. Und da geht es. Boah, hier ist noch ein Fehler, wir sind nicht gerade. Das muss man dann so machen. Exercise-Text-Brut.docx. Das ist mein Fehler. Mein Job. Doppelklick. Ja, dann ist hier unser der blanken Text. Okay. Der blanke Text ist schon zum Schluss. Und das muss noch formatiert. Und das soll ausgesehen sein. Anderen, wie gesagt, Fachterm, ich muss das noch formatieren. Schon für zu illustrieren, ohne Stieferschriften farblich ein bisschen markiert wird, dass in die Hände besser rumpend. Ne? Normalen Text an die Verschriften, all end für Level end, für das ich ja nur weiß, dass ich da einen englischen Stil draus mache. Ja? Voilà. Ein stimmt, hier ist alles verstellt, hier ist der Rand nicht gut, und so weiter, und so weiter. Aber ich fahre mal drei noch. Also, was ist das, was ich immer muss machen? Ich in der Besang nicht machen. Ich speichere. Ja? Wenn ich nicht speichere, an meinem Computer steht es doof, dann habe ich gut nicht. Ja? Also, erster Schritt, ich speichere nicht und ich gucke, welche Nummer soll ich tun. Exercise, Text, Format, mit Dingen benutzen. Aber so wie das. Das ist die Nummer, das Dokument soll tun. Exercise, Text, Format. Für zu speichern, gehe ich in das File-Menü, Save as, Speichern unter Deutsch. Ja, ich gehe in den Ordner, wo ich das Datei war. Normalerweise auf dem Computer von der Schule. So. Exercice soll es sein, Text formatiert, aber wenn ihr das macht, wo der Blatt steht, da könnt ihr einen benutzen, um, so wie der an der Schule bekannt sieht. Und aber wenn ihr das tut, wie man benutzen. Ja, als Student, als Herr mir kurz ein bisschen benutzen. So erkenne ich nämlich ja nur, ob ich Blick wen mit was gemacht. So, 3, 2, 1, save. Replace, also ich finde, das tut das schon, ja. Ja, dann machen wir hier einfach. Aber wird Hand runter. Screencast. So, klick. So, voilà. Was muss man machen? Es geht los. Ich muss Sektionen, ich muss mein Dokument anwählen. Du kannst dich erinnern, Sandra, dass eine Seite Brede wie war. Ja, Landscape. Du kannst dich erinnern, dass man eine Echtseite hatte. Ja. Ja? Die erste Seite war anders wie die andere Seite, weil sie kein Cup of Host Note hat. Cup of Host Zeit, pardon. An der Anstellung. Das ist einer an der Rand von den einzelnen Sektionen, so wie es hier steht. Ja? Ich gucke, ob mein Papier das richtige Format hat, etc. Jo, also der Rand erstellen wollen wir an Sektionen machen. Okay, also wenn du guckst,
Denn die erste Seite, Page 8, ist die erste Sektion. Da kommen verschiedene Seiten. Den heiligen Weg, eine Seite der brede Weg und dann nur eine Seite den heiligen Weg. So. Drei Sektionen, drei große Andelungen. Ja. Eine Section als eine Andelung. Hier steht dabei, okay, die Randausstellung von der ersten Seite, 3 cm Rand. Okay, fängt man vielleicht damit an. Froh ist, wo sind die Randausstellungen? Ja, Layout. Das Menü oben, Menübar, Layout. Dann ist hier Margins, Rand. Ja. Klicken einen drauf. Und das nächste von der Löschteil, ich gehe auf Custom Margin, benutze definierte Randausstellung. So, da müssen wir mal was ein Fenster abgehen. Nein, da. Voilà. Drei. Nee, Top. Ja, da ist ein Stopp. Oben an der Reels links. Ja. Portrait und der Landscape. Ja. Aber, wenn ich das hier erstelle, da gilt das für das ganze Dokument. Okay. Whole Document, steht hier. Wir haben auch keine Sektionen gemacht. Man muss für die erste gehen an das Dokument an drei Dele oder mit Dele an Dele. Ja? Wir haben übrigens auch noch, wenn du gut aufpasst, es gibt noch keine erste Seite. Ja? Die erste Seite, ich fange nie ein Dokument und Flatsch, was ich aufgehe, Rapport, was mit Text geht. Es gibt immer eine erste Seite, die separat ist für den Titel. Cover Page, exactly. Naja, wie kriege ich dann noch eine neue Idle Seite? Ja, auch das geht es hier. Und dann nenne ich dann einen Break. Ich gehe an eine neue Seite. Und wieder so eine neue Sektion aufhängen. Also da der Section Break Next Page. Dann gehe ich da klicken. Wupp. Da rutscht das dort auf die zweite Seite. Dann ist schön ein blank echt Seite. Voilà, als Idle Seite. Ich kann noch hier ein paar Mal Enter drücken. 2 Mol und dann könnt ihr mich hier als Überschrift und noch Zusatztext überschwätzen wir, wenn wir von der ersten Seite schwätzen. Ich ein Kapitel über was geht in solche Menge Echtzeit. Aller Echtzeit. Also die Cover. Die Coverpage, ja, passt gar. Wenn ich lo vergleiche, ich gehe ganz schnell zurück. Ob ich das so gemacht gucken. Da war eine Seite, war ja speziell. Da kannst du schon an der Einleitung hat man eine Seite, brede Weg. Landscape. Ja. Voilà, das war das Kleinkapitel 3 über den Historik. So, 3 in das schon. Aber bei einer neuen Sektion. Voilà. Also soll er dort eine Sektion apart. Okay. Apparentieren. Gut. Froh aus, wovon ich stehe. Ja. Statt. Das ist vielleicht nicht so offensichtlich. Ja. Ich kann nicht bei Home gehen. Find. Do. Find. Und dann, ja, was steht noch da, weil ich das schon ein Gesicht tue. Historik. Enter. Und dann möchte ich Highlight hin, das Wort oder die Wort, was davon tut. Ja. Wenn da mehr sind, gebe ich noch ein Englisch gesehen. Das geht ja auch mit Ctrl F. Ctrl F. Als identisch zu diesem Find. Okay? Okay. Da hast du, wenn ich drauf geht mit der Maus, gesagt in den Tooltip, wo drauf steht. Okay. Ja. Okay, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, kann den Proof von den Shortcuts kann den auswendig wie Ctrl S für zu speichern, Ctrl F für zu sichern, Ctrl C für etwas zu kopieren, Ctrl V für etwas zu patchen. Das sind gängige Sachen. Aber Ctrl F. Gut, das ist immer praktisch von den Wesen, auch wenn ich drin fand, da muss ich so Sachen nicht unbedingt auswendig behalten. Voilà. Also, hier müsst ihr dann Section 2 sehen, wie das die erste Seite Section 1 ist. Ja. Und dann machen wir hier immer Section Break. Froh aus, wo war schon mal die Erstellung Sections? Was war bei Layout? Ja, das ist das, wo ich muss lernen, wo steht was. Das ist ein Wort, muss ich ein bisschen hier gucken. Breaks, ja, Insert Break, und zwar Insert Section Break Next Page. Ja, Section Break Next Page. Voilà. So, rutscht du hin. Und da muss man uns
just vorne, wo geht dann die nächste Überschrift hier schon rein? Das war wirklich just den Abschnitt. 9K Break, Section Break, Next Page, klickst du hier. So, okay, das hat funktioniert. Gut, Darstellungen fehlen aber noch. Wir haben eine Sektion gemacht. Ja, wir sind fertig. Der Rest ist alles eng an dieselbe Sektion. Das hat dann, können wir so machen, so, ein bisschen besser. Ich meine, ich hätte, wenn ich genau gucke, wenn ich etwas vergesse zu weisen. Und zwar, wenn ich zurückgehe auf Home, gesehen ich habe oben ein Lineal. Ja? Was gesagt du hier im Lineal? Es geht von 0 bis 19. Muss ich sagen, wisst du, wenn ich weiß, wie breit der Affäre ist? Wieso was du 0? Du gehst doch nach einer 0 weiter. Naja, der Rand ist immer ein gedürter Minus. Er ist minus 1. Okay. Naja, ist auch minus 1. Am Ende. Also hier steht dann da nicht, wie ich schon 1 cm. Auf all Seiten. Auf all Seiten. Jetzt links. Okay. Ja. Enger Feuerblatt. Ein Feuerblatt hat 21 cm an der Breite. Also stimmt das dort dann. Also 1 cm links an der Ehre. Ja. Okay. Ich frage, wo steht das alles? Ich will den Rand hier ändern. Ich will den Rand von meinen Sektionen ändern. Laut Anweisung. Waren da drei verschiedene Sachen, die ich muss gucken. Und zwar soll die erste Seite Rand von 3 cm überall oben in rechts links. Wo steht es? Auch das fand ich am Layout-Menü. Margins, Custom Margins, do. Und da stelle ich das an. 3 cm, 3, 3 und 3. Okay. So, das Portrait. Okay, apply to this section. Section okay. Ja, ich kann da durch this point forward hold document this section als automatisch gestellt. This is not a valid measurement. Ja, aber wenn ich vergesse, schon ich darf entweder nicht machen, aber wenn ich etwas schreibe, muss er dann gültig einziehen. Ja, okay. So geht hier davon aus, dass es dort ein Zentimeter aber nicht schreibe geht doch. Nein, ich schreibe doch, ich gehe davon aus, dass es Zentimeter sind. Es gibt eine andere Einheit, just pure Information, weil ihr oft viel könnt. Es gibt auch eine Einheit, die ist Punkten. Punkt könnte das ein Drückerspruch an Asnecht anders wie rund 0,3 mm. Okay. Ja, bei Schriften, ich weiß nicht, für Punkten. Aber ne, das sind. Das da muss man ein Gerät. Ich muss waschen. Ich weil sonst für drei Punkte, das wäre nur ein Millimeter. Und dafür dort Zentimeter. Voilà. Okay. Parenthese zu, muss ich nicht unbedingt wissen, wie groß der Punkt ist. Mehr Tolle dann Verständnis. So, 3, 2, 1. So, Luke, seid ihr bei Blick? Guck. Das ist automatischer Gestalt, ja. Das ist automatischer Gestalt, voilà. So, dann. Klick mal, man muss irgendwo klicken, dass hier weiß, welche Sektion das mal sehen. Ich mache da Maus. Geklickt. Schon mal der Maus eigentlich irgendwo an den Text geklickt von der zweiten Sektion. Und da weiß hin, dass da weiß hin, wir sehen, ob der zweiten Sektion. Richtig. Okay, zweite Sektion muss man mal. Margins, Custom Margins, voilà. Und die Anweisung, wie soll ich nun nicht mehr auswählen? Urban End, einen End. Etwa Urban einen End, sonst drei längs zwei Reds. Ja. Ich mache gerne einen asymmetrischen Rechts-Links-Rand, weil links oft gelocht wird, für eine Klasse zu machen. Okay. Ne, für das Lach nicht an den Text dran, ich möchte ihn oft nur gerne hybrid. Also Left 3 an Rechts 2. So. Und oben 1 und unten 1. Voilà. Ein Paper, ja, okay, ich habe gesagt, dass wir sind auch überprüfen, ob die richtige Papier ausgewählt ist. In der Feier. Aufpassen, ja. A4, Deutsche Industrienorm, DIN A4, ja, D4 Deutschland, ja, Deutsche Industrienorm, was nicht gültig in der ganzen Welt, ja. Viele Dealer schaffen mit Letterformat, ja, oder Legal, aus den amerikanischen und englischen Formaten. Wobei, gesagt, da nicht da ist, wenn ich halt die verfalschte Papier erstellen, kriege ich Probleme, wenn ich will drücken. Ja. Wir machen dann immer in den A4? Ja, sprich Westeuropa, ja. Ja. Mir geht das nicht mehr Westeuropa, es geht noch nach anderen Ländern. Das Wort ist normalerweise auch so auf A4 gestellt. Ja? Mit dem Niveau, wo ich meinen Text, wenn ich einen Textfehler kriege, von einem geschickten aus England, aus den USA, da steht doch garantiert nicht A4. Ja? Okay. Dafür, dass ich nie verkehrt denke, zu gucken, als bei Papaya nicht gestellt. Ja? So. Margins, voilà. Die Section. Okay. Section. Klick. Schwupp. An oben und innen 1 cm und rechts.
Das ist da gut, bis die next Seite, section. Bis die nächste Section, ja, Section Break. Dann kommen wir bei der Landscape noch. Wir kommen bei der Landscape, voilà, das Seite. Wo die Nebenabschnitt raus, genau. Margins, Click, Custom Margins. An hier soll sehen, ich weiß nur noch etwa überall in Zentimeter. Landscape, voilà, da kann ich dann auf Eco. Zack. Nein, was ist die Brille? So. Okay, und das klotüriert das Kapitel über wie stelle ich dran dann, was ist Sektionen am Markt? Wir müssen aber noch bei der letzten Sektion dran darstellen, oder? Gut abgepasst. Ja, hat man das schon bald vergisst. Eieiei. Richtig. Ja. Oben und unten und rechts. Drei und zwei selber wie bei dem anderen Text. Ich wollte keine Ausnahme machen. So, voilà. Gut abgepasst. Voilà. So. Okay, also meine große Andehnung vom Text aus geschieht. Kommen wir los, ob den Text von der ersten Seite. Ja. Wie war votre cours? Der hat vom Enseignant schriftlich Dokumente ausgedeckt, wo ein paar Regeln drauf sind, was gehört und so typischerweise. Ob ein echt Zeit von einem Rapport, das geht ja echt um Rapporten, die Studenten aufgeben. Voilà. Also, das ist halt nicht allzu viel Imagination verlangt. Ein Text geht über das Logiciel Malveillant. Richtig. Dort kann man noch, wie korrigiere ich Fehler automatisch? Logiciel, da fehlt ein I. Logiciel. Malveillant. So, okay, das ist schon gut. Jo, jo. Ja. Gut. Ja. Ah, la. So, ist gut. Logiciel Malveillant, den Titel. So, da haben wir nicht den sich was drucken, ja. Was fehlt? Was fehlt? Wen das geschrieben? Wen hat geschrieben, den Ort, ja. Ohne das flattert die ganze Sache. Och. Na, no. Ja, ich mache hier einen kleinen Tab-Stopp. Weiß man auch, wie das funktioniert. Ein Tab-Stopp ist ein Sprung an länger Zeil. Ich klicke irgendwo ein Kehr 5 cm. Ich mache Gehörung setzen an der Lineal und da kann ich auf die Top-Stopp, da das die bei dem Pfeil drauf drücken. Das springt hin und hin. Da das in der Rudaler Schreibmaschine hat das doch. Ja, für die Leute, die da wissen, wegen Schreibmaschinen ausgesetzt. Non, Klasse, Bonus, so mal so ein Schwerbänger 3 GCA2 als Beispiel. Ja, ein Klassier wird gemischt. Aber was fehlt noch? Den Datum? Den Datum. Wenn ich nicht doof oder wenn ich erst geschrieben bin, das kann eventuell eure ganze Mond sein. Wir geben mal einfach den Datum von heute und das wird dann der 30. September 2018. So. Und ich irgendwelche Anweisungen, was den Text gemacht. Ja, und ich. Ich habe eine gritsche Instruktion gekriegt, wie es soll ausgesehen, ja. Grammar fehlt. Ja, für dich mal, den Titel soll zentriert sein, ja. Ja, der Titel zentriert. Wo steht zentriert? Das ist alles beim Homer die wichtigste Anteilung hier an dem Rippen. Voilà, zentriert wird in dort Knöpfchen. Wenn ich weiß, wie ich mit Knöpfchen schaffen. Klick. So, das war Garamond, das ist Schrift. Die Schrift kann ich hier auswählen. Garamond. Was war das? Aderfeld. Garamond Aderfeld, 40 Punkte. Right you are. Dumme Garamond. Ich nehme das erste Aktion. Ich wähle ich Text aus. Garamond. 40 Punkte. Ja, da kommen die Punkte, ne? Ah, da 40. Ah, das sind Punkte. Das sind Punkte, ja. Ah, da 40,3, dann mit dem Christ. Von der Hecht, das Schrift Hecht, das dort. Ne? Ja, das ist schon ein guter Kapitel aus. Police d'écriture, Garamond, da 40. Spacing, before, after. Guck mal direkt, es soll auch gering sein. Wo steht da? Ah, du, naja, du gesagt, Spacing, Color und alles das kann ich entweder hier auf der Knöpfchen machen, wenn ich gerne mehr Präzision mehr will, geht es doch alles, was Abschnittserstellungen sind. Logiziell mal, weil ich aus für einen Abschnitt, ich habe den Enter gedrückt, also kann ich auch ein Kehr hier klicken.
Paragraph. Und da sind nicht die Sache in Form von Text. Jo, Spacing. Was ist Spacing? Weil Spacing ist den Abstand, den ich schluss überhalb und innerhalb vom Abschnitt. Ja? Ich schluss mal ein bisschen Platz oben und drinnen. Und zwar schluss ich oben 150 Punkte und innerhalb dem Absatz von 50 Punkten. Ja? So weit, so gut. Und dann sehe ich Klack. Okay. Ja, ich habe Platz geschafft. So muss ich nicht. Ja? Warum stand ich Farbe? Pfaff. Ja. Pfaff. Stellen ich. Ah ja. Ich habe Text. Pfaff. Font Color. Klick. Green. Dunkelgrün soll es sein. Dann haben wir hier einen dunkelgrün Ton. Wunderbar. Okay. Soll so sein, idealerweise. Am Text steht, soll so sein wie das PDF. Wenn ich da gucke. Ja. Ein zurück, voilà. Das ist dann, also, ja, nur effektiv noch plus minus weiß gesehen wieder. Ja. Beispielsweise hatte ich hier noch eine Sache, eine Kurve und eventuell kann ich auch noch dabei machen. So. So. Den Text von dem Rest vom Dokument war eine Anweisung, wie soll der Rest ausgesehen? Dato. Aligné à gauche, also. Spacing before 0 after 16. Für das haben wir nur eine Pap. Wie der tut denn so eine Schluss 0 Abschnitt 16 Punkte Abstand. Das ist schon noch mehr wie ein Abschnitt, das ist schon 1, 2, 3, 4 Paragraphs ausgewählt. Ja? Ein Paragraph ist per Definition alles, was für ein engem Enter. Also klicken ich da, wo wir waren. Und da so eine Spacing after 16 Punkte. Ah, das Tonne sehe ich, das finde ich ein bisschen viel, 16 Punkte. Voilà. Pop. Okay. Und tut auch Garamond soll es sehen. 16. Kopie wahret, Garamond soll es sehen, an 16 Punkten. Hier wir. Ja. So, müsste dann etwas ausgesehen, wie das Dokument, das Finaldokument. Voilà, alle ihr seid, ja. Wenn du ein Firmendokument hast, ja, ein Firmenrapport wäre halt typischerweise das Logo von der Firma mit der Adresse, weil ein Bild oben, ja. Wenn du das Fertigdokument guckst, ist es wahrscheinlich was abgefallen. Da ist es wahrscheinlich abgefallen, dass ich effektiv halt ein Bild da gesagt habe. Bild kommt ganz zum Schluss. Okay, so. Wie geht es weiter am Text? Es geht weiter mit dem Header und Footer. Was ist ein Header und ein Footer? Bei einem Header und einem Footer sind Zeilen, Text, die am Prinzip auf allen Seiten drauf sind. Ja. Typischerweise den Titel vom Kapitel oder vom ganzen Text. Ja. So, und ich finde den ganz rutsch. Ich kann verschiedene Header und Footer haben, für alle Sektionen kann ich verschiedene Header und Footer haben. Ja. Wenn ich nur mein Text gucke, wie es fertig ist, da sehe ich nämlich, was ich da gerne hätte. Offensichtlich hätte ich gerne den Namen vom Autor dran, den Titel vom Dokument und den Datum. Das Datum hier soll den Computer erstellen. Das steht nicht an der Anweisung. Aber notamment Dat Numerotation die réalisée par logiciel. Da. Den Computer soll den Datum an finalen das wichtigst. Super, super wichtig. Pagination. Das tippt ihr nicht per Hand, das schreibt ihr nicht Seite 2 von Ele, verrutscht ihr schon alles. Stimmt die Seiten zu nicht mehr. Okay. Lass den Computer Seiten nummerieren. Die kann das viel besser wie mir. Von allem ändert sich etwas, ne? Schreibe ich einen Abschnitt dabei, wupp. Stimmt, das geht automatisch. Weil es wäre blöd, wenn ich das per Hand machen, ja? Ja. Weil dann eine gute Chance, ja, für den Toten Donut zu ändern, ja. Okay, also Kappa Faustzahl in den Klass an den Daten. So. Okay, also machen wir das für mein Dokument. So, wie kriege ich wichtig? Ich schreibe dir nie ein Kapp und ein Faustzahl bei einem Pagestück 8, die bleibt jungfräulich wie der Toten. Aber ich meine, per Konto, hier soll ich drauf kommen. Den einfachsten Weg, also ich klicke an den ewigsten Bereich von der Seite. Ein Doppelklick, ob das weißt, an der Rand. Ich klicke den an der Rand.
Dann geht das automatisch ab? Dann geht das dort dann automatisch ab, ja. Einfach an den Rand geklickt? Einfach an den Rand geklickt, okay. Weil dann hat er eine Foto, dann kann er plötzlich an den Rand dran. Okay. Und dann das Steck vom Rand. Ja. Also hat er Section 2, ja, kann ich erinnern? Section 2 war ja... Ja, im zweiten Teil, ja. Und da steht ab, es war der Schnitt gut gebrauchen. Same as previews. Nicht, wie viel Drohnen? Du hat man ja keinen. Du viel muss ich, nur war Teil abgegangen aus dem Menü drüben vom Header Footer. Da stehen nur die Sachen, die nicht mehr den Header und den Footer betreffen. Ich muss da dort einen Waschklick, Link to Previews, weil das soll selbstständig sein. Ja, das ist ja nur nicht nur auf der ersten Seite, ob das will ich nicht. Dafür ist das wichtig. Klick, dann hast du same as previews fort. Wo war der Lo? Link to Previews? Link to Previews. Das einfach waschen. Do you want to delete? Voilà. Und, wenn du schon ein Video gibst, dann löschen, ja, weil hier hört kein. Ja. Also du musst ihn aufpassen, dass er nicht Sachen löscht, die ich schon mal geschrieben hat. Okay. Ja. Dafür ein kurz überlegen. Ja, same as previews, weg damit. Okay. So, okay, was war das? Das war der Num. Schreiben Lo. Möchtest du hin? Ja. Dann war ein Tab-Stop. Boah, ich gesehen ich schon Markierungen. 8 und 16, sie sind nur zufällig, ich weiß richtig. Ja. Wenn nicht, muss man schnell gucken, wo andere sind. Und damit war der Name Logiciel Malveillant. Und zum Schluss den automatischen Datum. Den Datum von Haut. Okay. Den Datum von Haut. Bei guckt das Knöpfchen Date and Time. Let's do it. Und da kann ich hier verschiedene Datumen an verschiedene Sprachen. Ja, das ist letztes Beispiel. Sonntag, 3. September, nicht eine Menge Sprache dabei. Ich, das ja, aber Französisch, auf Französisch, ja. S'il vous plaît. Und der Kurzformat. Update automatically, gebe ich leider nicht machen. Das gibt nämlich bedeuten, dass alles, wenn das Word-Dokument abgeht, einer den Datum von hat. Ah, ja, okay, dann ist das nicht unbedingt. Korrekt. Nee, dann ist das nicht mehr das, was das soll sein. So. Auf wo sind die Tappen nur? Wenn die Tappen, ja, die Markierungen. Ich kann sie entweder draufklicken an der Lineal, aber nun ist schon ein verschiedener Tabstopp, den dort, wenn es gut abgepasst ist. Ja, also ein zentrierter Tabstopp, da geht den Text links, er jetzt fort, wenn ich drauf schreibe. Wo stellst du dann? Wo stellst du dann? Nicht da. Weil offensichtlich nicht. Das ist eine Grundausstellung beim Home. Vom Absatz, vom Paragraph. Ja, das ist gut verstoppt. Tabs. Ja. Okay. Das ist ein Abschnittsausstellung. Okay, gut. So. Sieh da, am Text steht, ich hätte gerne ihn ob 8 einen Tabstopp ob 8 cm, einen zentrierten ob 8 und einen rierten Tabstopp ob 16. Also sind dort falsch, ich meine sie alle fort, ich meine sie neu. Ich suche eine Markierung, einen Tab-Markierung ob 8 und den ist ein Center-Tab. Set. Hast du gesagt? Ja. An den anderen ob 16 und das als sogenannten Rietzen-Tab. Set. Okay, so, hier ist genau in ob 8 und genau in ob 16, was auch zufälligerweise mein Randerstellung ist. Das habe ich schon nicht ungefähr gemacht, weil 8 ist genau tauschen für 16, also aus diesem Text, logisch mal, wäre genau schön proper damit. Okay. Perfekt. Ja. Es waren noch Indikationen, denn ich hätte gerne, da sind ich ein bisschen pingelig, ich hätte gerne, dass die Schrift vom Header und Footer dieselbe ist, das wie der Rest vom Text, und zwar Garamond. Und ein bisschen wie klein wie der normalen Text, dafür 10. Garamond 10 Punkte war ein Angabe. Italik steht auch da. Ja, balala, und was du nicht vergisst, genau, Italik. Korrekt. Okay. Ja, das wäre ein bisschen klein. Und war noch eine Sache. Wie weit könnte das dann innen drin? Also wo die Spur. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Es sei denn, ganz gut froh, du gesagt um Dokument, dass er dort nicht überhackt. Ja, wie meinst du das dann? Aha. Kannst du schon erinnern und die Sache mit dem Spacing? Das ist ein Abschnitt. Ja. Den Text, den Abschnitt, der Schluss, ein bisschen Platz. Ich meine, ich habe an meinem Dokument, das steht nicht an der Anweisung, das kann ich vielleicht noch dabei setzen. 30 Punkte hatte ich einfach nur Dinge dabei. Da geschieht Folgendes. Klick. Okay, das sind nur 30 Punkte. Das wären 30 Punkte Abstand nur dem dritten Absatz. Das ist noch eine Sache. Ich gesehen, das steht nicht drauf. Ich gesehen, das ist noch eine Sache. Du hast die Striche, du hast die Striche dann dahin. Aha.
Es gibt noch viele Leute, die fangen an und hätten sie gesagt, mal wieder Toten. Ja, die frei funktionieren, das ist nicht elegant. Ich mache kein Underline. Nein. Ich mache kein Underline. Es gibt etwas, das nennt sich ein Bordure. Borders. Ja? Borders and Shading. Also den Hintergrund an Rummen unter dem Text. Ja? Und hier setze ich ein Borders and Shading. Guck, da ist ein extra Menü. Und hier kann ich Rummen machen. Ich kann nicht Rummen. Lieber machen, drüber. Nein, wo soll man da dran kommen? Gut, froh. Ab. Nein, okay. Da ist ein Knäppchen. Ah, da. Okay. Klick. Klick. Und da sind halt vier Gestaltungen und so sprach ich ein, ist den erste dran, Bottom? Nee, Top Border, da? Nee, dann ist es drüber. Ah, okay. Das ist die dort. Ich okay. kann auch die erste Lust holen, wenn ich mehr Kontrolle brauche, ich werde Strich dickt, Strich farf. Aber den Box aus Ofen drin, ein Dürbelin, ein Gestrichelin, also endlos viele Varianten von Strichen, die ich kann dran setzen. Ich klicke dann so. Ich kann den Strich deckt, hier anderen einen halben Punkt, einen dicken, dünnen Strich, whatever, whatever fits your needs. Ja, Farbe auch und so weiter. Gut. Wir sind noch nicht pingelig, wir gehen erst mit dem toten Strich zufrieden. Ja. Ja. Das war den Header, aber leider nicht mehr von der Section 2. Ich höre aber, die dritte könnte Pummel 4. Ich mache Lommel einfach ein Copy-Paste. Das ist auf Section 4. Exactly. Also, gehen wir irgendwo ruf an, wir gehen alle. Ah, wie war das die Heiten? Die andere ist verlinkt. Ja. Denn Darstellung, Verlinkung, ob die andere war automatisch. Du hört auch die dort in Heiten, muss man etwas klein senderen. Heike Seistelo, ja, nicht noch immer die Tab-Markierungen. Link to Previews und so, ich muss fort. Ja, aber was muss ich ändern, für das das proper geht? Das war auch an den Instruktionen übrigens, war die dort eine Sache dran. Wenn ihr guckt, Header Footer, Chapitre 3, Page Unique mit Paysage, steht 14 an 28 cm, die Tab-Markierung stimmen halt nicht. Das seht ihr hier relativ gut. Ich klicke an meinen Tab, so, Quatsch, an mein Header, ich finde mich nicht verschwört. An mein Header, respektive, ja, das ist aber keine Header-Erstellung, das sind Paragraph-Erstellungen. Ich gehe zurück bei Paragraph, ich gehe bei Tabs und ich lösche die Noten. Und so, wenn ich geliebt, gibt mir hier 14 in zentrierten Set an 1 auf 28, das war die Rätsel. Set. Okay, here we go. So, dann hast du den Noten noch richtig. Und der Strich hat den automatisch. Ah, das hat er noch wofür drunter. Ja, war natürlich so, wie das den Section 4 verlinkt, dass man das Section 3 per Default, ja, hat den da logiert von der für drunter. Okay. Ja, also same as previous, weg. Ne, das ist nicht gegangen. Ich muss bei Header Footer gehen. Link to previous fort. Und dann habe ich, weiß nicht, ich habe Copy-Paste gemacht, ich kann nicht gucken, ob das funktioniert. Ja. Ich habe das Copy-Paste gemacht. Copy hatte ich gemacht bei der einer Sektion und dafür konnte ich das noch drauf haben. Jo, Section 4, voilà, dann hat er es fertig. Der Footer. Ja. Der Footer. Wichtig. Mehr wichtig als wie man eine Rotation. Das ist ein wichtiger Punkt. Das muss ein Student hinkriegen. Und zwar, was war schon mehr? Was steht schon mehr? Ich weiß nicht mehr, als wenn ich was steht am Art Class und seit X von Y. Seit aktuell seit von insgesamt seit. Hm? Ja. Und rein? Let's go. Ja. Wir gehen bei Section 2. Ja. Und wir schreiben. Was war das? Was Glas? Glas? Ja. Ja. Und in sich. Mit einem Rätsel in Rätsel Tabstopp. Und
de Foto. An der Mitte könnte man da nicht. Ja, da tut dann aus den Foto von dem Instruktionsblatt und sich, wenn ich gucke, und fertig und denke. An der Mitte könnte nicht. Brauchen wir das nicht, okay. Damit könnte nicht. Ich kann nur den Tabstopp an der Mitte löschen. Ich kann den nur löschen, ich kann einfach mal ausnahmsweise also zwei machen, dann sprang ich durch. Ich kann auch aus dem linealen Tabstopp löschen, ich muss sie mit der Maus holen und den Ruf ziehen, dann ist die weg. Die steht, glaube ich, 16, den Aspresum war richtig. Wir sind nicht so viel pingelig. Same as previous steht aber noch da, also muss ich halt aufpassen, dass ich den hier wegklicke. Und da ein Kehr Tabstopp, ich sprang nicht auf die Markierung da. Ja, Page, ne? So viel von so viel. Hier soll es selber machen. Ja, froh aus, wo steht es? Bei Page Number. Let's look at it. Und zwar da, wo ich sehe. Bottom of the page. Bottom of the page. Nee, wir sind uns sicher nicht ob, auf der Seite, weil das wie am Text selber. Aber ich hätte gerne den, dass es da aus, wo ich gerade sehe. Ich meine, sehe ich auf der Position am Footer. Und geht eng von den ganzen, geht eng, die du passt. Froh ist immer, wo steht sie? Das ist ein bisschen gefummelt, weil ich auch immer muss ich gehen. Das ist. Do. Page 1 of 1. So. Mal. Das tun schon nicht verstanden. Naja, ich nur. Nee, setzt. Wo nach Renke? Wir gehen auf Page Number. Okay. Ich setze du. Ich bin Mann eingefacht. So. Ich setze nur eine Markierung. Ich setze, nee, in sich nicht Markierung und das in sich technisch korrekt, dass es fällt, was hin mischt. Also ich setze, du. Hey, ich lasse den Computer fügt ein Stück Text. Ja, ja, aber du musst das ja markieren, wo in das andere. Nee, markieren heißt, als da, wo es blinkt. Wo der Cursor blinkt. Ja, voilà. Du, als da, wo ich sehe. Da muss das, ah, da wo es dabei. Dafür hatte ich gesagt, dafür hatte ich halt gesagt, Current Position. Okay. Fügt das dort dann an, ob der aktuelle Position vom Cursor. Okay. Weil voilà, das war die, an, wie gesagt, es war Page X von Y. Da, okay. Ja. Ja. So, ups, voilà, das zweimal gemacht. So. Das ist noch ein Buchstabe. Das ist noch ein bisschen gefummelt. So. Okay. War Schrift stimmt nicht, mir das kann ich erinnern. Man sieht nicht, ob das Seite 2, da steht es ja, von insgesamt 11 Seiten. Ja. War ein bisschen schön machen das Ganze. Das war nach wie vor Garamond, selbe Typ beim Header. Garamond Singh, das war Italic, wir haben dieselbe Erstellungen. Wir haben nicht alles so gemacht, wie es soll. Ich habe eine andere Schrift, das gesehen ist. Nee, bitte? Nee. Ja, okay. Das gesagt ein bisschen bizarr aus, aber das ist vielleicht ein Bildschirm ein bisschen komisch geworden. Nicht Englisch geschrieben am Platz von sich. Ah, ja, das kann ich ja verändern, weil wenn ich gucke, fällt darauf, dass hin dunkelgrau die Nummer 2 ja. Von 11. Das heißt, dunkelgrau hier so viel wie ich finde das da. Ich finde das gemacht und den Text kannst du ändern. Ja? Ah. Voilà, ich mache beispielsweise eine kleine P an off. Also das ist nicht durch. Und da. Oder ein schiefer Strich. Also, so wie das. Page 2 de 11. Okay. So soll es sein. Und dann kann ich gucken. Page 3. Okay, können wir Reversions besser machen. Eine Menge 4 gab, wo ich das beispielsweise nicht gesehen hat. Ja. Okay. Auch das soll nicht über den Text überbacken. Dafür machen wir dieselbe Ausstellung vom Dingen. Das geht das Spacing über dem Abschnitt. Dafür wie vor. 30 Punkte. Up. So, ist ein bisschen mehr proper. Und machen wir eine Bordür. Eine Abschnittsbordür. Wir klicken exakt da. Gut. Und wir sollen das hier nicht top. Klick. Proper, oder? Ja, das ist okay. Also okay. So. Okay. Ja, das müsste ich nur dann eben wiederholen.
ob der Schmarrn dafür Copy geht bei Home, ich so ein Copy, für das ich nur Paste kann machen. Wo muss das da hin? Das muss mich jetzt kurz verstellen. Das muss auch rein. Du hast es schon. Natürlich, der Dienst, wo du falsch hast. Ja, das stimmt. Warte nicht, das stimmt. Dann tap. Ein bisschen gefummelt. Paragraph. Do. Tabs. Und wie gesagt, ich glaube, Englisch sind so eine Schnee 16, geht aber ein Zinkel, aber wenn wir Meter runter mit, dann ist es ganz egal. Set. Okay. Ja. Ne, jetzt soll es 16 sein. Es muss sein, 28, für das es dann nicht rutscht. Ja, also nicht 16 ist offensichtlich nicht gut. Und das same as previous ist auch nicht gut. Der muss wirklich separat sein. Also in Note fort, den halten dran. Und dann Tabs 16. Nee. War nicht richtig 21. 21 muss ich ziehen, für das an den Eck. Du musst die 16 nicht löschen, du. Genau. Okay. Gut, passt. So, set. Do. Yes. Ja, natürlich wird nur den anderen Rumpf verrutscht ziehen. Nee. Ah? Visible. Visible. Tony. Und den dann da auch. Oh. Okay. Uff. Na ja, was du mal vergisst, wir speichern nicht oft, ja. Also, entweder wir lehren einfach, dass es Ctrl-S, also dann wir gehen rein, also ein Save. Okay. Wir haben viel Sache gemacht und haben selbst verschwunden. Ah. Du hast verrutscht, oder wie war das da eine? Da ist die CM2, also selbst reingekommen, war nicht hier geheirat. Selbst verrutscht. Okay, selbst zu viel. Wie ist das gekommen? Hast du denn das Gesetz so aus, wie wenn man Page de Garde Bemol ein Futter gekriegt hat? Warte nicht so. Ja. Sie hast nicht verlinkt. Also müssen Sie keine Wäsche wollen und das ist nicht geschieht. So, voilà. Over kein, in der kein und die Anna holt aber alles. Okay. Das klotturiert das Kapitel über den Header und den Footer. Es geht weiter mit den Styles, das Wichtigste für sich, der Core. Ohne Styles kann ich den Rest vergessen. Ja.